Lieben Freunde, hier ist euer Steinwall. Ich möchte euch gerne The Great War Western Front vorstellen, ein Strategiespiel, das in dieser Woche erscheinen wird. Es hat den Ersten Weltkrieg und dort die Westfront zum Thema. Und wenn wir daran denken, dann denken wir natürlich an Grabenkrieg, an Stellungskrieg, daran, dass in Wochen, monatelangen Kämpfen um hunderte Meter, um wenige Kilometer gefochten wurde und dabei hunderttausende Menschen gestorben sind, Millionen am Ende. Das ist in der Sache schon ein schwieriges Thema. Für ein Computerspiel noch besonders schwierig, das gleichzeitig irgendwie spannend, unterhaltsam, dynamisch sein möchte. Bei so einer Art der Kriegsführung nicht einfach und da sind schon einige Spiele daran gescheitert. Dieses aber meines Erachtens nicht. Mein erster Eindruck ist sehr positiv und das ist der Grund auch, warum ich es euch vorstellen möchte. Wichtig dabei ist, das ist kein Test, das ist kein Review. Ich habe auch nicht die ganze Kampagne gespielt. Ich habe jetzt ein paar Stunden reingespielt und verstehe, wie das Spiel funktioniert und möchte euch das nahebringen, weil, ja, ich denke, das ist schon auch ein bisschen sperrig. Für den einen wird es was sein, für den anderen nicht. Also dazu dient dieses Video. Falls ihr das Ganze euch dann kaufen wollt, dann empfehle ich euch meinen Keyshop-Partner GamesPlanet. Bei Steam wird das Spiel in der regulären Version 35 € kosten. Bei GamesPlanet mit dem Rabattcode WESTWALL spart ihr 14%. Es gibt auch noch eine Victory Edition. Auch dort gibt es einen entsprechenden Rabatt. Das Ganze gültig bis zum 30.04. Und wenn ihr für euren Einkauf bei GamesPlanet den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr mich und diese Art Videos. Der Link ist die Unterstützung, der Rabattcode ist für euch. Wichtig dabei im Übrigen, ab heute ist das Spiel für Vorbesteller schon spielbar. Heute ist der 27. März. Der offizielle Release ist am 30. März. Ich weiß allerdings nicht, ob wenn ihr jetzt heute das kauft, ob ihr dann noch als Vorbesteller gilt. Tut mir leid, das kann ich euch nicht liefern, diese Information. Okay. Genug der Vorrede, starten wir rein. Ich will kurz auf die Spielmodi eingehen, die ihr mit dem Spiel mitbekommt. Herzstück ist natürlich die Kampagne, die will ich euch nachher auch ausführlicher zeigen. Es gibt aber auch historische Schlachten. Das sind tatsächlich dann nur Echtzeitschlachten, die basieren auf wichtigen Schlachten des Ersten Weltkrieges. Die zweite Flandernschlacht, die Herbstschlacht an der Champagne, die Schlacht um Verdun, die Schlacht an der Somme, die zweite Schlacht von Passchendaele und Cantigny ist hier drin. Ja, auch hier könnt ihr logischerweise Schwierigkeitsgrad einstellen und wie ich aber sehe, hier könnt ihr nicht die Seite auswählen, das ist vordefiniert. Das ist eine der Spielmodi. Der nächste ist, wenn ihr wirklich die Echtzeitschlachten besonders gern mögt, ohne die Kampagne, dann könnt ihr auch hier quasi auf verschiedenen Karten euch Missionen, Schlachten zusammenbasteln und das Ganze könnt ihr auch im Multiplayer spielen. Allerdings eben nur diese Echtzeitschlachten, nicht das eigentliche Kampagnenspiel, weil das Kampagnenspiel ist rundenbasiert und wenn es zu Schlachten kommt, wechselt das, ich sag mal so ein bisschen Total War-mäßig in einen Echtzeitmodus und das ist schwer vereinbar mit dem Multiplayer-Modus. Okay, starten wir mal in die Kampagne. Und als erstes empfehle ich euch sehr, das Tutorial zu spielen. Ich habe das getan, das ist wirklich hervorragend. Also ganz liebevoll und ausführlich gemacht. Dauert bestimmt 1 bis 2 Stunden, ja. Also da ist einiges, was zu vermitteln ist, aber das ist hervorragend aufbereitet. Sowas wünscht man sich in allen Spielen. Kann ich nur empfehlen. Die eigentliche Hauptkampagne findet ihr dann hier und ihr wählt logischerweise entweder die Alliierten oder die Mittelmächte und ja, die spielen sich schon durchaus ziemlich anders. Okay, wenn ihr euch für eine Seite entscheidet und wir starten mal mit den Mittelmächten, dann wählt ihr hier noch einen Schwierigkeitsgrad aus. Ich habe noch keinen guten Eindruck bekommen, wie hart es wirklich ist, aber es ist nicht ohne, sagen wir es mal so. Deswegen wähle ich jetzt erstmal Mittel. Wir spielen jetzt eh nicht weit, es geht nur ums zu zeigen. Was noch wichtig ist, ihr könnt das Anfangsjahr wählen. Also ob ihr die wirklich ganz lange Kampagne haben wollt, 1914 oder 1916. Da ist dann vor allem auch technologisch schon einiges passiert. Da gibt es dann schon fortgeschrittene Grabensysteme und Technologien, Flugzeugtechnologie, Gasangriffe. Die ersten Panzer sind vielleicht schon da. Also das spielt sich schon sehr anders. Ja, ist Geschmackssache. Wir starten hier aber mal zum Zeigen mit dem Jahr 1914. Und zwar im Dezember.
Der Ausbruch des Krieges im August 1914 wurde von den europäischen Völkern mit Zuversicht betrachtet. Nur wenige konnten sich vorstellen, wie lang oder katastrophal ein großer Krieg sein würde, und die meisten glaubten, er wäre eine Notwendigkeit, um sich gegen ihre Unterdrücker zur Wehr zu setzen. Viele waren patriotisch und positiv eingestellt. Der Großteil ging davon aus, dass der Krieg innerhalb von wenigen Monaten vorbei sein würde. Im Dezember war ihm bewusst geworden, dass er noch sehr lange andauern würde. Und ihr merkt schon, die noch einigermaßen dynamische Phase dieses Krieges, die spielt keine Rolle mehr. Das Spiel will tatsächlich den Grabenkrieg und den Stellungskrieg simulieren. Das ist Thema dieses Spiels. Deswegen startet es im Dezember 1914. Nie zuvor hatte ein einziger Schuss in der Geschichte das Schicksal eines Kontinents so beeinflusst. Erzherzog Franz Ferdinand, Erbe des österreichisch-ungarischen Throns, und seine Frau Sophie, Herzogin von Hohenberg, fallen bei einem Besuch in Sarajevo einem Attentat zum Opfer. Der dadurch ausgelöste Konflikt sollte die ganze Welt in Brand setzen. Ein Dominostein nach dem anderen fällt. Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg, was Russland und das Deutsche Reich zu einer Kriegserklärung provoziert. Frankreich und Großbritannien kommen ihren Verteidigungsabkommen nach und stellen ihre Fronten auf. Europa befindet sich nun im Krieg. Melde gehorsamst! Die russische 2. Armee wurde bei Tannenberg umfassend zurückgeschlagen. Aber ihre Truppen wurden schneller mobilisiert, als wir es erwartet hatten. Und was ist mit unserem Vormarsch durch Belgien? Aus Belgien wird erheblicher Widerstand gemeldet und das britische Expeditionsheer ist nunmehr in den Konflikt eingetreten. Unsere Befähigung, die Westfront zu überrennen, wurde ein wenig eingeschränkt. Aber ich bin zuversichtlich, dass... Paris? Bei unserem Durchbruch an der Marne erleiden wir schwere Verluste. Unsere Befehlshaber vor Ort sind versprengt. Von Kluck hat sich mit seinem Armeeverband auf das Nordufer der Enn zurückgezogen und baut dort Stellungen aus, damit wir uns für einen Großangriff auf Frankreich sammeln können. Russland im Osten, Großbritannien und Frankreich im Westen. Alle graben sich ein. Wir müssen wachsam bleiben. So wurde die Westfront gebildet. Von den Feldern Flanderns bis zur Schweizer Grenze standen sich die großen Nationen an ihr gegenüber. Das Schicksal von Millionen lag nun in den Händen weniger Männer. Okay, und da starten wir mit der deutschen Kampagne. Diesen Einleitungstext werde ich jetzt nicht vorlesen. Wir gucken uns die Kampagnenkarte an. Und das ist sie. Und um das gleich zu sagen, mehr wird es auch nicht. Also hier spielt sich jetzt kampagnetechnisch alles ab. Das ist der Kern der Westfront, und auch wenn ihr auf der Alliiertenseite startet, sieht das Ganze so aus. Natürlich, wenn ihr 1916 beginnt, dann entsprechend der historischen Situation. Okay, ich werde jetzt ein paar Grundprinzipien des Spiels erklären und dann schreiten wir zur Tat und machen ein paar erste Entscheidungen und Züge und werden eine Schlacht kämpfen, sodass ihr das einmal im Prinzip alle Elemente des Spiels sehen könnt. Vielleicht die wichtigste Frage: Wie kann man das Spiel gewinnen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr schafft es, dass die gegnerische Hauptstadt oder das Hauptquartier zu erobern. Das ist in diesem Falle bei den Alliierten Paris. Und auf der deutschen Seite der Mittelmächte ist es Kreuznach, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, so, das ist das hier. Also wenn ihr bis dort vordringt, dann habt ihr gewonnen oder verloren, wenn der Gegner dort vordringt. Die zweite Möglichkeit ist den nationalen Willen, das wird symbolisiert durch diese Punktzahl, auf Null zu bringen. Wenn dieser auf Null ist, dann hat die Gegenseite oder die Seite, die Null hat, verloren. Wie erreicht man das? Im Wesentlichen, indem man dem Gegner Verluste zufügt in Schlachten. Also das ist so der Hauptaspekt dabei. Das heißt, es gibt auch einen Sieg, ohne die jeweilige Hauptstadt zu erreichen, einfach durch Abnutzung. Okay, das muss man sich immer vor Augen führen, weil manchmal sind auch Angriffe sinnvoll, bei denen man sich schon vorher sicher ist, dass man es nicht schafft, jetzt den Gegner irgendwie einen großen Sieg in eine Schlacht zuzufügen, sondern allein aus Abnutzungsgründen kann das manchmal hilfreich sein. Soweit dazu. So, das Ganze ist organisiert über Hexfelder. Jedes Hexfeld beinhaltet Truppen. Aber an der Front sollten immer Truppen stehen, sonst kann der Gegner durchmarschieren. Jedes Hexfeld ist theoretisch, kann auch zum Kampffeld werden. Und zwar genau an der Stelle, wo sich Hexfelder berühren,
da können Schlachtfelder dann logischerweise entstehen, wenn es Angriffe gibt. Und dementsprechend sind auch die Schlachtfelder in den Echtzeitkämpfen immer ein bisschen anders, je nach der geografischen Situation. Wie definiert sich jetzt so ein, ich sag mal, Hexfeld? Was gibt es dort für Dinge zu beachten? Ihr seht so eine Sternchen. Diese Sternchen symbolisieren ja im Prinzip die, man könnte schon sagen, so den Verteidigungszustand, die Verteidigungsfähigkeit der jeweiligen Region. Und wenn, ihr seht, manche Sternchen sind ausgefüllt und manche nicht. Die, die nicht ausgefüllt sind, da sind quasi Verteidigungsanlagen schon beschädigt. Und Regionen wechseln den Besitzer, wenn alle Sternchen quasi weg sind, also nicht ausgefüllt sind. Und bei jedem großen Sieg in einer Schlacht um eine Region wird ein Sternchen eben weggenommen. Das heißt, hier muss es schon einen Angriff auf Chateau Thierry gegeben haben, der erfolgreich war. Aber das Ganze ist halt heftig verteidigt, sodass noch 3 erfolgreiche Angriffe nötig sind, um die Franzosen aus diesem Gebiet herauszutreiben. Ihr seht aber, es gibt auch 2er Regionen, die sind dann etwas einfacher zu erobern. Verdun natürlich hier mit 4 hat auch noch einen besonderen Effekt. Die in Verdun stationierte Infanterie hält plus 30 maximale Moral. Also das zu erobern ist besonders schwer. Wichtig ist, wenn eine Region nicht angegriffen wird, dann erholt sie sich wieder in einem Zug und baut wieder ein Sternchen auf. Das heißt, man muss im Prinzip regelmäßig einfach auch Gebiete angreifen. Gar nicht so sehr, weil man glaubt zum Beispiel, dass man vielleicht im nächsten Angriff schafft, wieder einen großen Sieg hinzubekommen, aber um einfach den Gegner beschäftigt zu halten. Das wiederum ist mit Kosten verbunden, mit Kosten an Männern und Gold und Nachschub. Ja, und das ist dann eben dieser berühmte Abnutzungs- und Stellungskrieg. So wird er im Prinzip im Kernspiel mechanisch mit simuliert. Gut, also soweit zu den Sternchen. Dann ist es so, und wir gehen jetzt mal auf unsere Seite, dass hier seht ihr immer, was für Einheiten dort stehen. Das sieht man auch ganz gut anhand dieser Chips. Wir haben also hier 2 Infanterie-Korps, die jeweils aus einer Infanterieeinheit, einer schweren und einer leichten Artillerie in diesem Falle bestehen. Wir gehen mal hier hin. Ihr seht, hier sind es 4 jeweils mit diesen 3 Waffen. Gattung. Das wird sich im Laufe des Spiels verändern. Es kommen Panzer hinzu, es kommen Flugzeuge hinzu, es werden auch Spezialeinheiten noch hinzukommen in diese Infanterie-Korps. Das wird dann über Forschung nach und nach freigeschaltet. Dann seht ihr hier links verschiedene Gebäude, die in einem Gebiet sein können. Also ein Flugfeld, ein Feldlazarett, eine Reparaturwerkstatt, eine Kantine, ein Unterschlupf und ein Nachschubdepot. Jedes Gebäude hat natürlich bestimmte Vorteile, da werden wir am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir uns nochmal den Forschungsbaum genau anschauen. Das Ganze ist aber, ja, sozusagen nur, bezieht sich immer nur auf die jeweilige Region. Das heißt, wenn die Front zu euren Gunsten vorrückt, dann habt ihr vielleicht ein bisschen Glück und könnt Gebäude erobern, aber möglicherweise habt ihr dort eben nicht so eine gut ausgebaute Infrastruktur wie an der vorherigen Frontlinie und müsst dann investieren und nachbauen. Das ist so ein bisschen der Trade-off hier, dass eben halt nicht, man das nicht mitnehmen kann, diese Sachen, wenn die Front sich verschiebt. Es wird später noch Regionsfähigkeiten geben, auch das schaltet man frei. Da geht es vor allem um Aufklärung, regionale Aufklärung, Heeresaufklärung, Gegenspionage und Hilfspakete, um zum Beispiel die Moral oder den nationalen Willen zu stärken. Soweit zu diesen Elementen. Hier seht ihr immer noch bei dem Herz, ob es einen Moralbonus oder einen Abzug gibt. Zum Beispiel hier hat es einen Angriff gegeben. Und weil diese gegnerische Einheit hier zuletzt in den Kampf verwickelt war, haben sie minus 15 Kampfmüdigkeit. Das lässt sich schlechter kämpfen. Und das heißt, der nächste Angriff ist einfacher für unsere Seite. Und das ist zum Beispiel ein guter Grund, warum man dann ja eigentlich hier so eine Situation gerne mag, weil man dann von dort einmal angreifen kann, von dort und von dort nacheinander. Verdun allerdings ist dennoch ein schwieriges Pflaster. Da sollte man es vielleicht nicht machen. Ypern,
auch interessant, aber da ist der Gegner sehr massiv vertreten. Hier könnte man dreimal angreifen. Also so eine Situation muss man versuchen zu erreichen oder auszunutzen. Ja, was sehen wir noch hier in so einem Feld? Wir gucken nochmal kurz rein. Genau, das ist hier nochmal sehr wichtig. Das ist der regionale Nachschub und hier gibt es eine sogenannte Nachschub-Pipeline. Der regionale Nachschub wird einfach definiert durch den Nachschub, den jedes Korps mit sich bringt. Ich glaube, in diesem Falle sind es 150 Nachschubeinheiten. Weil es drei Korps sind, haben wir 450 Nachschubpunkte. Die werden sehr wichtig sein in der Schlacht und in Vorbereitung der Schlacht. Damit macht man nämlich im Prinzip alles. Und das ist tatsächlich meistens der begrenzende Faktor, gar nicht so sehr die Anzahl der Einheiten, die man in der Schlacht reinbringen kann, sondern der Nachschub. Es gibt noch die Möglichkeit, Nachschubdepots zu bauen. Das werden wir nachher auch tun. Die erhöhen, und die sind super wichtig, die erhöhen quasi den Nachschub, den man mitbringen kann in eine der Schlachten. Und ja, dementsprechend braucht man diese eigentlich dort, wo es richtig zur Sache geht. Und mehr ist es eigentlich nicht, was ich euch zeigen kann hier an den Feldern. Hier ist noch wichtig, es gibt manchmal so Wettereffekte oder andere Effekte. Hier haben wir zum Beispiel Schneesturm. Die Sichtweite ist eingeschränkt. Sichtweite spielt in den Schlachten eine größere Rolle. Hier haben wir noch zusätzlich Hügellandschaft in Ara. Das Gelände in dieser Region ist so uneben, dass dort kein Flugzeug gebaut werden kann. Solche Geschichten gibt es dann auch noch. Okay, das erstmal dazu. Das Ganze ist relativ übersichtlich. Dann erkläre ich euch hier unten links noch. Diese beiden sind die entscheidenden Ressourcen, die man im Spiel hat. Goldreserven. Mit Gold baut man später Gebäude. Mit Gold kann man sich Nachschub kaufen. Im Moment ist das unsere einzige Fähigkeit, die wir hier anwenden können. Später kommen aber noch, also der Bau von Panzern, ich glaube auch Flugzeuge werden auf diese Art und Weise eingesetzt. Dann bestimmte Belagerungsartillerie, die man, glaube ich, damit noch bezahlen kann. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es kommen mit der Zeit viel mehr Dinge noch hinzu. Wichtig ist, dass man die Anzahl der Truppen nicht einfach so aufstocken kann, sondern die kommen vordefiniert an im Hauptquartier. Ihr seht das, hier steht schon eine Menge. Insgesamt sind es 17, die jetzt hier stehen, 17 Korps, die man von hier aus an die Front verteilen kann. Und das wird eventmäßig dazukommen. Es gibt auch ein paar Forschungen, die euch da noch zusätzliche Truppen mit reinbringen. Die erscheinen aber immer hier beim Hauptquartier. Wenn ihr hier verliert eine Schlacht, dann verliert ihr niemals irgendwie ein ganzes Korps, sondern das Korps wird einfach ersetzt mit Hilfe von Nachschub und Gold. Ich glaube vor allem Gold. Es gibt also insofern keine so richtige Manpower, die irgendwie erschöpft werden kann, sondern das wird alles über die Ressourcen gelöst. Auch hier, es geht um Abnutzung, ne? Ihr werdet so gewinnen. Gut. Und das hier ist Forschung, Forschungspunkte, dazu kommen wir später noch, das will ich euch, nee, dazu kommen wir eigentlich gleich, weil wir müssen uns nämlich jetzt überlegen, was wir jetzt machen müssen. Eine wichtige Sache ist noch hier rechts oben, und zwar gibt es ab und an so Ereignisse und Quests, die man erfüllen kann, nicht muss. Hier zum Beispiel Bekanntmachung, Dezember 1914, demoralisiert sie. Eine Armee ist nur so stark wie der Wille ihrer Soldaten. Wenn genügend von ihnen besiegt werden, wird ihr Ersatz nicht nur zögerlich kämpfen, sondern schon zögern, sich freiwillig zum Dienst zu melden. Ziel ist es hier, 10 französische Infanteriekompanien zu besiegen, innerhalb von 5 Spielrunden. Und wir bekommen dann plus 400 Goldreserven. Das ist jetzt auch nicht so dolle. Man muss dazu sagen, dass man jede Runde Gold bekommt. Ich glaube 1000 oder so. Kann auch sein, dass sich das im Laufe der Kampagne verändert. Nachschub muss man halt über Gold kaufen. Man kann teilweise auch Nachschub erobern. Aber naja, gut möglich, dass man auch über Events Nachschub bekommt. Ja, was machen wir jetzt? Man würde jetzt nochmal einmal die Front lang gehen, gucken, wie ist eigentlich die Situation, wo hat man relativ viele Truppen, wie kann man angreifen. Wir könnten natürlich theoretisch auch jetzt schon hier Truppen an die Front verlegen. Der Punkt ist, und das ist ein simples System, wenn man einmal eine Einheit bewegt hat, kann sie in dem Zug nicht mehr angreifen. Das heißt, im Moment können wir nur mit denen angreifen, die ja auch hier an der Front stehen. Und es wurde gesagt, dass wir französische Einheiten demoralisieren sollen. Und insofern gucken wir mal, wo
vielleicht der Franzose eine Schwachstelle hat hier im Angriff und wir auf der Gegenseite ganz gut dastehen. Man könnte hier zum Beispiel hier angreifen, wobei das Problem ist, wenn man das besiegen einnehmen würde, hätte man hier eine ganz üble Frontsituation. Ne? Aber hier stehen wir mit 3 und der Gegner dort mit 1. Das ist eine ganz gute Situation. Wir wissen hier noch nicht, weil wir hier überhaupt noch nicht spioniert haben, wie hoch die Versorgung hier ist. Was sind das für Einheiten? Das kann man später alles herausbekommen über eine entsprechende Spionage. Wissen wir nicht. Man könnte auch überlegen, hier dieses angeschlagene Gebiet anzugreifen, aber da sind immerhin 4 Einheiten. Das heißt, der Gegner bringt dort auch 4 Versorgungen mit. Das will ich wahrscheinlich nicht machen. Pass mal auf, ich glaube, zu Demonstrationszwecken werden wir von Noyong aus hier in Compiègne angreifen. Bevor wir das tun, geben wir aber noch 3 Forschungspunkte aus. Und das ist das Forschungsmenü. Ich will am Ende des Videos euch da nochmal ein bisschen detaillierter hindurchführen, weil sich dort sehr viele Dinge verbergen, die das Spiel verändern, die vor allem die Echtzeitschlachten auch verändern, die Möglichkeiten darin. Also die Dynamik dieses Spiels liegt nicht jetzt unglaublich in der dynamischen Kampagne, sondern darin, dass du immer mehr Fertigkeiten freischaltest, die du dann in Schlachten anwenden kannst, sodass die Schlachten immer größer, umfangreicher und interessanter werden, was die Optionen betrifft in diesen Schlachten. So, wir haben 3 Punkte. Es gibt 6 verschiedene Bereiche. Technik, Schützengraben, Flugzeuge, Infanterie, Aufklärung und Logistik. Hier sind schon 2 Sachen freigeschaltet. Oder nee, 2 Punkte investiert. Hat aber nur eine Sache freigeschaltet. Ihr seht rechts oben hier so kleine Punkte. Daran sieht man, wie viele Punkte nötig sind, um das freizuschalten. Also Gasgranaten könnten wir jetzt mit den 3 freischalten. Halte ich am Anfang aber auch noch nicht so für entscheidend. Entscheidend ist für mich vor allem jetzt mal die Infanterie. Verbesserte Helme, erhöht die Gesundheit von Standardinfanteristen um 25%. Das werden wir einmal nehmen. Dann werde ich auf jeden Fall nehmen Logistik, weil wir damit ein Nachschubdepot kaufen können und unseren Angriff deutlich schlagkräftiger machen können. Das Lagerzelt. Ja, und dann ist die Frage, wie weit, wo investieren wir nochmal was? Man könnte sich überlegen, in Schützengrabentechnik zu investieren. Sehr wichtig, die Qualität der Gräben. Wir wollen aber jetzt in die Offensive gehen. Da kann es auch zu Gegenoffensiven kommen, aber wenn wir mit 3-1 angreifen, wahrscheinlich eher nicht. Insofern gucke ich mal. Aufklärung ist für uns jetzt vielleicht auch noch nicht so toll. Feldlazarett. Jäger werden wir vermutlich auch nicht benötigen. Ja, hier erhöhen wir unsere Goldzuweisungen, die wir jede Runde bekommen. Standardmäßig sind es 1000, hier würden wir 1200 bekommen. Wisst ihr was? Wir verbessern einfach mal die Kampffähigkeit unserer Einheiten. Wir machen Sprengkraft, schaltet Werteschub frei, erhöht den Schaden durch Handgranaten von Standardinfanteristen um 100%. Ich hoffe, unsere Infanteristen haben Handgranaten. Ich gehe mal davon aus. Okay, das haben wir vergeben. Dann will ich, um jetzt diesen Angriff zu stärken, in Noyong, ihr seht es hier, das ist jetzt freigeschaltet, für 600 Gold ein Nachschubdepot kaufen. So, das ist quasi mit dieser Geldausgabe auch sofort da. Ihr seht, dass jetzt hier nicht weiter ausbaubar ist, weil man dazu erst die Technologie für Stufe 2 erforschen muss. Aber ihr seht jetzt hier eine Veränderung. Wir haben jetzt hier eine Nachschubpipeline. Das heißt, wir bringen nicht nur die 450 regionalen Nachschub, sondern auch die 400 aus dem zentralen Nachschub mit. Und das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist unsere globale Nachschubreserve. Das heißt, wenn wir jetzt Nachschub ausgeben, wird die hiervon abgezogen im Kampf. Insofern kann man auch jetzt nicht unendlich oft hier an jedem Feld angreifen, weil jeder Angriff kostet Nachschub. Das muss man halt sehr gut abwägen. Wofür verwendet man seinen Nachschub? Das ist ein zentrales Element in diesem Spiel, das zu balancieren, ne? Okay, ich würde aber sagen, wir greifen jetzt mal hier an mit dem Ziel, vielleicht 10 Kompanien zu besiegen. Okay, jetzt gibt es eine Schlachtvorschau und ich habe es mir natürlich jetzt ein bisschen einfach gemacht, muss ich zugeben. Hier wird in der automatischen Berechnung schon ein großer Sieg prognostiziert.
Ich sag mal so, ich kann das Spiel noch nicht so gut. Es kann sein, dass ich jetzt schwächer abschneiden werde. Ich werde natürlich das Gefecht manuell steuern. Aber ihr seht, ihr könnt das Ganze auch automatisch berechnen lassen. Und ich glaube, wenn hier ein großer Sieg prognostiziert wird, dann kann man das auch mit gutem Gewissen tun. Bei jedem anderen Ergebnis würde ich vermutlich eher das Gefecht selber führen. Ihr seht jetzt hier nochmal zusammengerechnet, wie dieser verfügbare Nachschub, also wie jetzt hier der Nachschub insgesamt ist bei uns. Ja, wir wissen nicht, was der Gegner hat, aber der wird wahrscheinlich auch nur so Standardinfanterie dabei haben am Anfang. Und wir wissen, Schneesturm, Sichtweite ist hier ein Problem. Ja, dann leiten wir mal das Gefecht ein. Und ich glaube, allein der Angriff kostet schon 100 Nachschub. Gucken wir mal. So, auch hier nochmal eine Vorschau. Jedes Schlachtfeld ist ein bisschen anders. Es gibt immer zwei Seiten. Eine Seite für die Angreifer, eine für die Verteidiger und ein Niemandsland, in dem man erstmal nichts aufbauen kann. Wir erfahren hier sogar noch ein bisschen was über die Region. Das finde ich sehr interessant. Ist wirklich bei jedem ein bisschen was anderes. Ein kleiner an einem Fluss gelegener Ort, in dem Johanna von Orléans während des Hundertjährigen Krieges gefangen genommen wurde. So, gut, ja, das war's schon. Wir machen mal weiter und kommen jetzt auf das Schlachtfeld. So, und wie erwähnt, jedes Schlachtfeld sieht ein bisschen anders aus. Ihr seht hier, es gibt verschiedene Punkte auf diesem Schlachtfeld, die man, also diese Punkte sind zentral von höchster Bedeutung, weil von dort, von diesen Kontrollpunkten, kommt Nachschub in die Schlacht hinein. Also dort geht dieser Nachschub, ja, von dort wird er im Prinzip verteilt, wobei er allerdings dort nicht einfach erscheint, sondern vom Rand der Karte kommt, und zwar von diesen Symbolen immer. Also ihr könnt, hier kommt Nachschub oder da unten oder dort. Und jeder Punkt ist gewissermaßen verantwortlich für bestimmte Wege auf diese Karte. Das heißt, wenn der Punkt jetzt vom Gegner erobert werden würde, könnte jetzt kein Nachschub mehr, übrigens der Punkt ist was anderes, das Blaue, ne? Das ist einfach nur dieses Symbol auf der Karte ist entscheidend. Wie auch immer. Wenn das hier erobert werden würde, dann könnte jetzt weder von dort noch von dort Nachschub auf die Karte kommen, sondern nur noch hier, das ist das Hauptquartier, und von dort. Ne? Also die kontrollieren gewissermaßen diese Nachschubpunkte. Deshalb sind die so bedeutsam. Jetzt ist das Nächste, was man verstehen muss, dass wenn man jetzt hier in so eine Schlacht geht und man selber ist zum Beispiel Angreifer, bedeutet das nicht, dass der Gegner jetzt einfach nur in seinen Schützengräben hockt und nichts tut. Wenn der Gegner der Meinung ist, dass er ja die Oberhand hat, oder auch wenn es unentschieden aussieht, kann es genauso gut sein, dass der Gegner Offensivaktionen macht. Das ist absolut möglich, darauf muss man sich einstellen. Allerdings haben wir jetzt eine 3:1 zahlenmäßige Überlegenheit. Da vermute ich, dass er das nicht tun wird. Wir werden sehen. Hier sieht das ja alles noch ganz nett aus, ne? Also das sieht nicht nach Erster Weltkrieg aus. Das kommt, weil offenbar hier noch überhaupt nicht gekämpft wurde. Und das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr coole Besonderheit an diesem Spiel. Veränderungen des Schlachtfeldes werden gespeichert. Das heißt, im Laufe der Zeit tauchen hier die ganzen Bombenkrater auf, Gebäude werden zerstört, Wälder werden abgefackelt. Diese Ortschaft wird nicht lange Ortschaft bleiben, wenn dort hineingeschossen wird. Das heißt, das verändert sich im Laufe der Zeit und das betrifft auch die Schützengräben. Wir werden jetzt hier gleich Schützengräben anlegen. Von dort aus werden unsere Soldaten dann losmarschieren bzw. loslaufen in die Offensive. Und diese Schützengräben, wenn sie dann nicht zerstört werden, bleiben auch von Schlacht zu Schlacht. Das heißt, man kann die immer weiter ausbauen und vertiefen. Dort, wo schon Schützengräben sind, braucht man dann keine neuen mehr bauen, sodass mit der Zeit sich auf umkämpften Schlachtfeldern man sich immer tiefer eingräbt und immer komplexere Verteidigungsanlagen auftauchen und immer mehr zerstört wird und am Ende man wirklich diese schrecklichen Bilder hat von absoluten verwüsteten Landschaften. Das ist sehr beeindruckend, wie das Spiel das hinbekommt und das simuliert. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen, was machen wir? Der Punkt ist, wir haben 638 Nachschub und mit diesem Nachschub müssen wir jetzt Truppen reinbringen. Wir können Unterstützungsstrukturen reinbringen, also Artillerie, MG, Stellungen, Beobachtungsballons, und wir können damit Schützengräben bauen.
Unterstützungsstrukturen und Schützengräben kann man nur in der Aufstellungsphase bauen. Truppen kann man auch noch während der Schlacht bereitstellen. Der Clou ist allerdings, dass während der Schlacht das Bereitstellen teurer ist. Es kostet mehr Nachschub. Allerdings ist es so, dass man, jetzt könnt ihr denken, ja, dann haut man einfach alles jetzt raus. Das Problem ist, oftmals will man nicht alles einsetzen und diesen Nachschub ausgeben, weil der wird ja aus dem globalen Nachschubdepot Ressourcen da geholt. Und du willst eigentlich Nachschub sparen. Das heißt, es ist immer so eine Abwägung, wie viele Männer brauchst du, wie viel musst du dann nachholen. Schwierige Sache. Okay, wir stellen uns durchaus auch auf Gegenangriffe ein. Ich pack mal den weg und, wobei, den hätte ich vielleicht einfach stehen lassen können und plane mal. Die kosten hier sehr, sehr wenig. Die einfachen Kampfgräben, die können wir vielleicht mal einplanen. Wir bauen mal hier ein bisschen was. Das wird dann quasi vor Schlachtbeginn gebaut. So, schaut mal, haben wir eine durchgehende Verteidigung erstmal. Hier haben wir unser Hauptquartier. Das wird vermutlich nicht angegriffen werden. Aber sicher ist sicher, platzieren wir hier auch nochmal zwei Gräben davor. Da können wir im Notfall relativ schnell einfach Männer hinbringen. So, dann haben wir hier Grabenanlagen. Machen wir das mal so. Okay. Okay, und da ist so eine Anlage davor. Da weiß ich gar nicht, ob wir das noch bestücken wollen. Dann machen wir das mal so. Okay, so, das können wir hier noch miteinander verbinden, indem wir Meldegräben, so Laufgräben, das war ein Fehler, der muss nochmal zurück, entwickeln, die jetzt quasi einzelne Gräben miteinander verbinden, damit Einheiten weiterhin geschützt vom gegnerischen Feuer sich in den Gräben bewegen können. Das machen wir dann mal auf beiden Seiten. So. Ja, man könnte es jetzt auch noch hier nach hinten machen, aber ich glaube, das spare ich mir. Hier könnte das vielleicht noch relevant sein. Und hier haben wir einen durchgehenden Graben, da brauchen wir das eigentlich nicht. Okay, hier, nee. So, das sind erstmal die Gräben. Jetzt müssen wir gut überlegen. Das Problem ist, wir haben überhaupt keine Sicht. Wir wissen, im Moment sieht es so aus, als ob wir Sicht haben. In der Schlacht haben wir keine Sicht. Wir wissen überhaupt nicht, wo der Gegner jetzt Truppen stationiert hat. In welcher Verfassung die sind. Gut, hier könnte man jetzt ausgehen, dass er überall ein bisschen was stationieren wird. Die schwierige Entscheidung ist halt, nimmt man jetzt einen Beobachtungsballon? Der Beobachtungsballon ist schon essentiell, weil ihr seht jetzt auf der Minimap, das ist unser Sichtradius, den wir mit dem Beobachtungsballon haben. Aber durch den Schneesturm bringt uns dieser Ballon so gut wie nichts. Wobei, hier hätten wir zumindest auf Position A ziemlich gute Sicht. Kostet uns aber 150 Versorgung. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Andererseits, wenn wir Sicht haben, können wir gezielt mit Artillerie die Stellungen beschießen. Das ist nämlich echt ein Problem. Ich würde sagen, wir investieren ihn auch, um euch das mal zu zeigen. Hier ist eine Abwägung immer zu treffen. Wie weit nach vorne bringt man den? Weil wenn der Gegner jetzt einen Gegenangriff macht, dann kann er den Ballon natürlich auch zerstören. Im Übrigen auch, wenn er eine Luftwaffe hat und Jäger hat, kann er den zerstören, wenn die aufgestiegen sind. Man könnte ihn auch hier erstmal hinten hinbringen, aber dann ist natürlich sein Radius geringer und wir wollen ja möglichst viel sehen. Ja, schwierige Entscheidung. Ich gehe mal nicht von einem Gegenangriff aus, deswegen positioniere ich mal ganz frech den Ballon hier. So, da haben wir jetzt 150 ausgegeben. Wir müssen bedenken, 5 kosten jetzt die Infanterie und wir brauchen aber unbedingt Artillerie, um hier erfolgreich sein zu können. Und die Frage ist, ob wir uns MG-Nest ersparen können oder vielleicht zur Sicherheit jeweils 2 MG-Nester bauen, kosten uns aber auch jeweils 30. Oh, ganz heikle Sache. Ich würde sagen, ich riskiere es mal und spare das, weil der Gegner da wenig hat und ich glaube nicht in die Offensive gehen wird. Wir gucken mal. Also, dann nehmen wir mal nur ein bisschen Artillerie. Wir haben schwere und wir haben leichte Feldartillerie. Die haben auch verschiedene Funktionen. Die positioniere ich so, dass wir möglichst alle Gräben erreichen können. Also zum Beispiel, wenn die hier stehen. Ja, die könnte man zum Beispiel noch schützen, indem man davor noch Gräben zieht. Dann erreichen wir sowohl A, B als auch den hinteren Bereich. Ihr seht das oben an der Minimap, ne? Also positionieren wir die mal hier. 1. Ja.
2. Und leichte Feldartillerie. Die hat einen etwas schlechteren Radius. Ja. Okay. Also auch hier ist es wieder ein bisschen riskant, ne? Was ich hier mache. Aber wir müssen die nochmal durch Gräben schützen. Machen wir die hier. Und da. So, und da ist schon die Frage. Jetzt haben wir nur noch 142. Das ist sehr viel. Aber wir brauchen die Artillerie, sonst ist es wirklich krass, wie man hier Truppen verliert. So, und das schütze ich nochmal durch eine Truppe, die hier so ein bisschen die Vorhut bildet. So, jetzt müssen wir mal Männer reinbringen, sonst wird das nichts. Also. Melde mich zum Dienst. Ihr seht, in so einem normalen kleinen Graben passen 2 Regimenter. Wir machen unseren Hauptangriff jetzt erstmal auf diese Stellung, weil wir jetzt natürlich auch hier die Luftaufklärung haben. Verstärkung macht Meldung. Deswegen packen wir hier bereit. Alles wir sind rein, eingetroffen, was geht. Und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. So, jetzt haben wir 85. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, glaube ich. Das ist zur Sicherheit und hier müssen wir auch noch ein bisschen schützen, ne? Ja. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Na gut, wir haben 70. Okay, also die Frage ist, geben wir jetzt fast den gesamten Nachschub aus? Und ja, ich glaube ja, ne? Wir setzen jetzt, und ich glaube, wir kriegen, es wird ein bisschen was immer zurückgehalten noch. Wir kriegen noch was. Man kann übrigens Infanterie nur in Gräben positionieren. Das heißt, hier wären wir jetzt voll. Hier allerdings zum Beispiel passen, glaube ich, mehr rein. Wobei es sind nur 2. Ja, wir bringen mal hier noch eine rein. Wir setzen mal diese Gräben komplett voll. Damit können wir dann später natürlich auch nochmal angreifen. Ist klar, wenn wir zum Beispiel Stellung B angreifen. Das ist heikel. Das ist heikel. Naja, mal sehen. Okay, ich packe jetzt hier einfach alles rein. Baue jetzt keine neuen Gräben mehr. Ja, das ist halt die Frage, wollen wir von der Mitte aus theoretisch noch vorgehen? Können wir machen. Melde mich zum Dienst. Nehmen hier noch 2 rein. Und dann haben wir so gut wie alles ausgegeben. Ah, wisst ihr was? Es gibt auch noch was anderes, nämlich ein Befehlslimit. Die maximale Anzahl von Einheiten, die man überhaupt auf die Karte bringen kann. Ja, ihr seht es. Das haben wir ausgeschöpft. Okay, Leute, wir beginnen die Schlacht. Puh. So, und damit geht's los. Ihr seht jetzt, unsere Sicht ist erbärmlich. Der Ballon, oder der Zeppelin in diesem Falle, der ist auch noch unten. Deswegen sehen wir nichts. Ihr könnt das Ganze jederzeit pausieren. Und ich sag jetzt schon mal, ich bin hier nicht der Echtzeitspieler, der unbedingt ohne Pause spielen will. Ich pausiere sehr gerne, um in Ruhe nachzudenken. Also, ich hoffe, das macht euch jetzt nicht nervös. Ihr seht, wir sind hier ziemlich eindeutig im Vorteil. Also, es ist jetzt eine Pipi-Schlacht, die ich mir jetzt schon ein bisschen ausgesucht habe. Aber ich habe hier schon so richtig auf die Mütze bekommen, deswegen bin ich echt vorsichtig. Wir machen mal Folgendes, wir lassen jetzt den Beobachtungsballon steigen. Da müssen wir natürlich auch die Pause lösen. Ihr seht es, da ist der LKW. Da geht eine Strippe. Und jetzt haben wir... Okay, alles klar. Das ist schon der erste Fail. Das heißt, die Anzeige, die wir bei der Platzierung gesehen haben, berücksichtigt leider nicht den Schneesturm. Das war mir nicht bewusst. Das sollte man natürlich wissen. Dadurch war jetzt diese Investition eigentlich komplett verfehlt. Okay, das ist jetzt ein Problem, weil wir wissen jetzt überhaupt nicht, wo Gegner sind und wo wir unsere Artillerie einsetzen sollen. Wir müssen jetzt eigentlich blind anstürmen. Eine sehr, sehr unschöne Situation. Wir können immerhin, was wir machen können, wir können jetzt schon mal prophylaktisch hier einen Vorbeschuss machen. Ja, das ist das, was mir jetzt einfällt. Seid bereit, Jungs! Und das Problem ist jetzt hier, uns wird Gott sei Dank, wir haben ein bisschen was aufgespart hier zum Glück, an Nachschub, das wird 25% wird automatisch abgezogen bei der Aufstellungsphase, sodass ihr im Kampf auch noch was habt. Und jeder Schuss, also jeder Schussbefehl, der kostet auch nochmal Nachschub.
Das heißt, auch da müsst ihr immer ein bisschen abwägen, ist das jetzt sinnvoll, reinzugehen. Ach, ja, okay. Feuerwalze, klar machen! So, wir machen jetzt mal, wir platzieren wir jetzt mal... Wir haben unsere Ziele, bereit für Feuerbefehle! Hier auf unsere Artillerie. Feuerwalze vorbereiten! Feuer! Und die Leichte vielleicht auch. Sperrfeuerwalze, Positionen vorbereiten! Sperrfeuerwalze befohlen! Feuerwalze einleiten. So, wir sehen jetzt noch nicht, wie das jetzt, ob da, wie das wirkt. Aber ich würde mal sagen, der Angriff wird jetzt befohlen. Achtung! Wir müssen diese Stellung halten! Wir haben neue Befehle! Ohne genau zu wissen, in was wir da neue Befehle. Hineinlaufen. Die Generäle wollen diesen Abschnitt haben! Warten so sieht's auf aus. Befehle. Okay, auf geht's. So, da klettern sie aus ihren Gräben. Unsere Artillerie beginnt jetzt hier zu feuern, ohne genau zu wissen, was dort ist, wer dort ist. Zum Glück gibt es jetzt hier noch nicht Stacheldraht und sowas. Das kommt alles noch später. Deswegen werden wir da relativ zügig durchkommen. Was jetzt wichtig ist zu wissen, es gibt einen Cooldown. Das heißt, wir müssen erst eine gewisse Zeit warten, ehe wir wieder die benutzen können. Es wird später auch noch so Sachen geben wie Feuerwalzen. Das wäre zum Beispiel bei so einem Sturmangriff super. Da wird dann so eine Feuerwalze von vorne nach hinten gelegt und damit auch Nebel erzeugt, sodass man da durchlaufen kann, relativ unbehelligt. Die Gräben übrigens sind so, dass sie, also sind alles einfache Gräben im Moment, dass sie wirklich so gut wie 100% Schutz bieten vor Gewehrfeuer. Das heißt, wenn die hier vorlaufen und schießen, wird da niemand sterben. Aber sie sind natürlich sehr anfällig gegen Artilleriefeuer. Es gibt auch noch andere Arten, später über Bomber und sowas Schaden zu machen. So. Oh mein Gott. Werden wir da durchbrechen? Wir können leichte Artillerie dann auch schon wieder verwenden, wenn wir sehen, was da los ist. Das Problem ist natürlich, dass unsere Leute theoretisch auch betroffen werden können von unserem Artilleriefeuer. Ich werde jetzt auch knallhart pausieren, wenn irgendwas ist. Okay, sie feuern erstmal nur. Jetzt sehen wir. Stopp, ich pausiere jetzt mal. Jetzt sehen wir, was hier los ist und kann ich auch noch ein paar Werte erklären. Also, wir sehen hier zwei Regimenter, die schon ziemlich angeschlagen sind. Der obere Wert ist der, also der grüne Balken ist sozusagen der Lebensbalken, wie viel davon noch leben. Weil das hier einfache Gräben sind, haben schon viele gar nicht überlebt, diesen Artillerieangriff. Und der untere Wert ist der Moralwert. Wenn der runtergeht, fliehen sie, dann ist auch durch. Ja, das ist natürlich jetzt eine wahnsinnige Überlegenheit. Die Frage ist, ob wir trotzdem nochmal mit der leichten reingehen. Die Gefahr ist, dass die eigenen Leute natürlich möglicherweise da reinlaufen werden. Ja, jetzt kommt der Angriff. Die Arme hoch, Jungs! Okay, ihr seht aber schon, zwei unserer Einheiten hat schon komplett erledigt, weil die das gesamte Feuer auf sich gezogen haben. Das wird hart. Bereit machen! An die Linie! So, da wollen wir rein. Achtung! Da geht ihr rein. Einnehmen. Hinten sind offenbar keine, das heißt, Punkt A könnten wir einnehmen. Wir ergeben uns! So, die gehen jetzt in diesem Moment, schaut mal, gehen sie jetzt in den Grabenkampf, in den Nahkampf. Das heißt, jetzt ist es eben Bajonettkampf oder was auch immer was da passiert. Dafür gibt es später auch noch Spezialeinheiten. Ich sehe gerade, hier hat der Gegner MG-Stellung und eine weitere Einheit. Das ist gut, weil da wissen wir jetzt, was wir mit unseren anderen Kanonen hier noch abdecken werden. Feuert auf diese Stellung! Aber, also wie gesagt, dieser Kampf ist nachher mit den Spezialeinheiten vor allem wichtig. Flammenwerfer und ähnliches gibt es dann auch. Neue Befehle. So, es sind im Prinzip nur zwei Grabeneinheiten. In jeden Graben passen immer nur jeweils zwei Einheiten. Das heißt, die stehen hier so ein bisschen rum. Wir können aber den jetzt befehlen, vielleicht hier hinten durchzulaufen. Und den beiden können wir das auch befehlen, dass sie vielleicht dort schon hinlaufen, wobei da sie wahrscheinlich erledigt werden. Man kann nicht den Laufgraben zum Ziel nehmen. Ja, mal sehen. In Stellung gehen! Bin mir nicht sicher, was jetzt das Beste ist. Okay, aber wir lassen mal weiterlaufen. Okay. Kurzer Zwischenstand, ich halte mal an, um zu erklären, was hier gerade passiert. Hier
In beiden Gräben sind die französischen Einheiten geschlagen worden. Eine unserer allerdings auch. Der Gegner versucht jetzt hier offenbar über den Laufgraben hier hinzulaufen, um uns im Nahkampf dann auch anzugreifen. Hier hinten ist, wie gesagt, noch eine MG-Stellung, aber unsere, naja, die, das hat hier ganz gut getroffen, da hinten im Moment noch nicht. Die versuchen, wie gesagt, da durchzulaufen, um dann da vielleicht reinzustoßen. Sehe ich da hinten auch noch Truppen? Oh, da ist nochmal eine Einheit. Ach du Schreck. Okay, wow. Und da ist auch nochmal eine MG-Stellung. Eieieiei. So, immerhin, wir sind jetzt in den Gräben, bloß die da hinten, die habe ich blöderweise vergessen. Das ist bitter. Wobei die auch so angeschlagen ist, die könnte man zum Beispiel auch, der könnte man sagen, dass sie sich zurückziehen soll. Zum Beispiel neue Befehle. Diese ist auch wahnsinnig angeschlagen. So, der Gegner ist jetzt hier richtig stark dorthin vertreten. Wahrscheinlich hat er jetzt Nachschub gebracht. Das Problem ist jetzt, gut, wir haben 162. Wenn wir jetzt hier Nachschub bringen wollen, müssten wir den, hätten wir den vielleicht auch schon längst reinbringen können. Das ist jetzt meine Unerfahrenheit. Da können wir jetzt sagen, lauft hier rein, beziehungsweise man kann auch direkt sagen, fällt mir gerade ein, lauft an die Front. Die kommen dann von der Seite dort rein und versuchen dann dementsprechend, wir sind eingetroffen und warten auf Befehle, auch die Gräben dann zu besetzen. Ja, vielleicht könnte man die dann sogar, zu spät zur Party. Wir haben neue Befehle. Vielleicht könnte man denen sogar sagen, zieht euch zurück. Wir machen das mal. Wir ziehen uns zurück. Warten auf Befehle. Alle Mann zurückziehen. Okay. Und wir versuchen jetzt Punkt A einfach, koste es, was es wolle, einzunehmen. Aber wir sind schon bei 30. Ah, das ist der Punkt, warum zurückziehen sinnvoll ist, weil wir dann das Befehlslimit wieder entlasten. Genau, das ist der eigentliche Faktor. Und insofern war es jetzt vielleicht ein bisschen unklug, um ehrlich zu sein, hier so massig viele Einheiten aufzustellen, weil die uns natürlich eigentlich in der entscheidenden Schlacht fehlen. Ich hatte bloß ein bisschen Schiss, dass hier, ja, dass hier doch noch was kommt. Wir können aber einfach hier vielleicht auch einen Angriff befehlen, wobei ohne Artillerieunterstützung, wenn wir uns darauf konzentrieren, ist auch so eine Sache, ne? Wir können auch einfach hier Verschiebebahnhof machen und jeweils eine zum Beispiel jetzt immer erstmal in die Stellung bringen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben neue Befehle. Um hier ein bisschen Entlastung zu schaffen. Ja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen Feintuning machen. Bereit machen. Wir lassen jeweils mal eine mit dort. Und schicken die einfach mal quer hier übers Feld rüber. Okay, alles klar. Der Gegner scheint keine starke Artillerie zu haben, dass wir uns das hier erlauben können. So, jetzt ist aber die große Frage. Die Einheit sieht noch ganz gut aus. Vielleicht greifen wir mal hier an, dass die da in den Nahkampf gehen. Wir haben neue Befehle. Ebenso ihr. Die müssten jetzt eigentlich über den Laufgraben laufen. Bin mir nicht sicher, ob sie das tun werden. Okay, da kommen die schon. Okay, stopp mal. Wir müssen hier helfen. So, die gehen gegen das MG vor. Das läuft ziemlich gut. Prima. Die rücken nach. Dann kommt es jetzt hier gleich zum Gefecht, oder? Ja. Wir haben neue Befehle. Schicken wir mal die dahin. Stellung einnehmen. Okay, hier kommt es jetzt schon zum Kampf. Die eine Truppe läuft raus, was nicht gut ist. Alle laufen raus. Ja, okay. Das war eher ein Fehler, würde ich sagen. Auf der Feuerstufe bereit machen. Wir rücken mal hier vor. Hier kommt der Nachschub. Hier im Übrigen kann man auch unterschiedliche Formationen noch einnehmen. Hier ist man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier Artillerie kommen würde, wäre man hier komplett im Eimer. Da kann man eine Scharmützelformation zum Beispiel einnehmen. Ihr seht das jetzt gleich. Dann schwärmen die ein bisschen aus und stehen ein bisschen besser. Dauert aber seine Zeit. So, wir gehen mal hier in die Gräben. Stellung gehen. Achtung. Und ihr rückt wir sind unterwegs. Hier nach. Wir haben neue Befehle. Genau wie dort. Hier geht's in den Nahkampf. Die helfen dort. Das wird insofern auch eine knappe Kiste. Wir gehen auch dort rein. Ihr seid frisch, unterstützt dort auch.
Ja, die werden dort jetzt aufgeregt, so wie es aussieht. Was ist hier mit euch? Ah, es könnte sein, weil dort die Slots schon belegt waren. Ist es jetzt hier zu keinem weiteren Gefecht gekommen. Na ja, alles klar. Immerhin, die MG-Nester sind erledigt. Und es sieht so aus, als ob wir zumindest hier die Position A jetzt halten können. Okay, es gibt übrigens auch einen Timer, der abläuft. So, hier kommt es jetzt zum Nahkampf. Den sollten wir hier nochmal unterstützen. Und ab jetzt sind wir alleine im Bereich A. Und es beginnt quasi die Eroberung. So, gut. Jetzt kann man sich überlegen, war das jetzt eigentlich so klug, die jetzt hierher zu ziehen? Weil wir könnten natürlich auch direkt hier vorstürmen. Aber vielleicht greifen wir von dort quer das Hauptquartier einfach an. Vielleicht ist das sogar der bessere. Warten auf Befehle. Die bessere Aktion. Bewegt euch! So, das dauert jetzt seine Zeit, ehe das hier erreicht ist. Vielleicht geht ihr, lieber Sicherheitshalber, doch in die Schützengräben. Wir haben neue Befehle. Ihr müsst wissen, dass später hier quasi nahezu ununterbrochen Artilleriefeuer wahrscheinlich hier laufen würde, sodass man über offenes Feld in der Phase dann auch gar nicht mehr gut vorankäme. Wie viel haben wir noch? 129, das heißt, wir könnten ja auch noch einiges einbringen. Zeit läuft vielleicht weg. 16.28 Uhr, müssen wir gucken. So, wir warten jetzt erstmal, bis A eingenommen ist, weil, wenn A eingenommen ist, dann können wir nämlich von hier Unterstützung einbringen. Das ist halt der entscheidende Punkt jetzt, warum man Position einnimmt. Dann kriegen wir jetzt die nächsten 10, die wir noch reinbringen können, von hier rein. Das macht die Sache natürlich einfacher. So, genau. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch direkt. Wir holen hier noch 5 oder so rein. Melde mich zum Dienst. 2 hier. Verstärkung macht Meldung. 2 da. Vielleicht noch einen hier. Verstärkung bereit. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt erstmal hier los. Und wir stürmen Richtung des Hauptquartiers. Wir halten hier die Stellung. So, ihr seht also, wie blöd jetzt hier das Ding ist. Das hat normalerweise wirklich eine gute Reichweite und das kann man auch forschungstechnisch im Übrigen noch verbessern. Also, so, die gehen also jetzt voll auf den ersten Graben. Okay. Und wir werden hier schon mal Feuerbefehle rausgeben. Wobei ihr seht, 61 Nachschub ist halt das Thema, ne? So, wo wird geschossen? Da scheint ein MG-Nest zu sein. Nee, da scheint... Oh, kommen wir hier vielleicht in den Graben rein? Boah, die werden ja schon richtig behakt. Okay, das war zum Beispiel ein Fehler. Hier ist nichts. Wir haben unsere Positionen vorbereiten. Feuer! Hier gehen wir rein. Achtung! Ihr zieht euch zurück. In denen kann ich offenbar nicht reingehen. Okay, dann versucht tatsächlich, den zu erreichen. Wir haben neue Befehle. Feuerstellung einnehmen. Ihr läuft dahin. Ihr versucht vielleicht hinten reinzukommen. Okay, und den Nachschub führen wir direkt jetzt ran. Und ich würde sagen, die restlichen. Wir wollen diesen Abschnitt haben. Die restlichen Nachschubpunkte, die wir behalten wir dann für die Artillerie, ne? Würde ich mal sagen. So, ist die Frage, ob die das erreichen werden. In Stellung gehen! So, das sieht ganz gut aus. Wir haben neue Befehle. Da gehen wir schon in den Nahkampf rein. Wir haben neue Befehle. Bereit an der Linie. Die auch. Warten auf Befehle. Die sind drin, hervorragend. Die werden jetzt dort angegriffen, das ist aber gut. Die MG-Stellung können wir gut besetzen. Sieht erstmal ganz gut aus. Ich bin kurz am Überlegen. Artillerie. Mannschaften bereit für Sperrfeuerwalze laden. Ja, werden wir, glaube ich, hier hinten feuert reinsetzen. Feuert auf diese Stellung! Seid bereit, Jungs! Sperrfeuerwalze befohlen! Feuerwalze einleiten! Okay. Hauptsache, es gibt kein Friendly Fire. Achtung, so. Hier geht da rein. Wir haben neue Befehle. An die Linie! Okay. Wir haben neue Befehle. Hier ist das Hauptquartier, da weiß man vorher nicht, wie viele Einheiten des Gegners da drin sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Bereit machen. Schwenkt die weiße Verstärkung.
Okay, sieht ganz gut aus. Aber wie gesagt, wir sahen jetzt hier auch extrem überlegen. Ja. Pass auf, dann stürmt jetzt mal hier das Hauptquartier. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz, hier noch was nachzuschicken. Hier beim Hauptquartier hilft auch keine Artillerieunterstützung. Und wir sehen zwei volle Regimenter sind dort. Das werden wir vermutlich im ersten Angriff jetzt verlieren. Aber müssen wir halt nochmal nachsetzen. Das ist die Voraussetzung, um das Hauptquartier zu gewinnen. So. Und rein da. Okay, wir haben das Hauptquartier. Der Gegner versucht es zurückzuerobern. Aber jetzt haben wir da zwei Einheiten, die können hier auch nochmal wechseln. Das Wechseln bedeutet übrigens immer nur, die erste Einheit kann schießen aus dem Graben. Das ist auch nochmal relevant. Im Nahkampf, glaube ich, sind beide dann allerdings mit drin. So, wir müssen aber natürlich jetzt den Nahkampf... Obwohl, nee, wir erobern automatisch, weil wir das Hauptquartier da besetzt haben. Das ist insofern okay. Weil es jetzt hier keine Befehlsgraben gibt, gehen die hier übers Feld. Die Arme hoch, Jungs! So, wir haben noch 13 Minuten 47. Die Frage ist halt, ob wir noch B bekommen mit 39 Befehlspunkten. Das werden wir jetzt wohl gewinnen, auch wenn es knapp wird. Wir haben neue Befehle. Ich würde sagen, die schicken wir mal raus. Wir haben neue Befehle. Gibt uns dann halt nochmal ein bisschen Befehlslimit. Da haben wir im Moment nichts mehr. So. Französische Infanterie ist nicht mehr da. Das ist gut. Beziehungsweise wir gehen jetzt hier schon mal in die äußeren Graben, um von dort aus dann denen in die Flanke zu fallen, beziehungsweise mit allem, was wir haben, den finalen Angriff zu machen. Aber wir warten erstmal, bis wir das Hauptquartier haben. Es kann auch sein, dass der Gegner aufgibt. Auch das gibt es, dass sie sich einfach zurückziehen. Weil sie sich sagen, es hat keinen Sinn mehr. Auch das ist möglich. Können wir hier noch... Achtung! Ah, nee, das ist nur ein Laufgraben, oder? Offenbar können wir hier nicht hin. Wir haben übrigens nebenbei das Hauptmission... Also das erste kleine Missionsziel erfüllt. 10 französische Infanteriekompanien zerstört. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel hat ein Korps? Wir hatten jetzt wie viel zur Verfügung? 50? 60 mit 3. Das heißt, ein Korps hat, glaube ich, 20. Insofern dürften die jetzt wirklich nicht mehr so viel haben. Ja, dann würde ich sagen, blasen wir jetzt hier zum finalen Angriff. Die Zeit drängt. Wir haben neue Befehle. Alles, was hier laufen kann, wird jetzt nach vorne geschickt. Stellung. Hier stehen auch noch zwei. Wir haben neue Befehle. Auch ihr marschiert. Was haben wir hier noch? Oh ja, hier sind Warten auch noch 5. Befehle. Also ihr seht, das war vielleicht auch nicht so unbedingt eine optimale Aufstellung. Diese Stellung halten. Bereit machen. Die Generäle wollen diesen Abschnitt Aber haben. Wie gewohnt, hängt viel mit Erfahrung da zusammen. So, und jetzt laufen wir den hier in die Flanke. Wir halten hier. Und dann können wir schon mal gucken, was wir an Artillerie jetzt hier noch aufbringen können. Also was auffällig ist, so, wir haben das, sehr schön. Was auffällig ist, dass der Gegner keine Artillerie hat. Das hat uns die Sache jetzt wirklich erleichtert. Ihr müsst euch vorstellen, ansonsten würde jetzt hier immer noch auf offenem Feld Artilleriebeschuss unsere Truppen schon direkt erledigen beim Anlaufen, nicht wahr? So, sofort, wenn wir was sehen, werden wir Artilleriebefehl geben, beziehungsweise wenn wir Schüsse hören. Vielleicht ist der Graben aber schon verlassen. Da, okay, stopp. Okay, jetzt schnell. Bereit für Feuerbefehle! Bereit für Feuerwalze! Machen wir hier Alle Waffen abfeuern! In der Hoffnung, dass wir dann nicht sofort... reinlaufen. Feuerwalze klar machen. Wir haben unsere Ziele. Positionen Diese vorbereiten. Position mit Sperrfeuer belegen. Mannschaften Sperrfeuer bereit. Befohlen. Ja, wir müssen aufpassen. Feuert auf diese Stelle. Na los. Der finale Angriff. So, jetzt schlägt die Artillerie ein. Und? Ist auch unsere irgendwie betroffen? Ja, wir sollten Befehl geben hier. Wir haben neue Befehle. Wir geben uns. Warten auf Befehle. Feuerstellung bereit machen.
Feuerstufe bereit machen. Schwenkt die weiße Fahne. Achtung! Jetzt aber die Waffen niederlegen. Wir haben neue Befehle. Ja. Bereit an der Linie. Das sieht doch ganz solide aus. Befehle. Okay, die zahlenmäßige Überlegenheit macht es dann hier einfach. Wir können hier nicht gewinnen. Feuerstellung einnehmen. Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. So, hier kommt noch hier von unseren letzten Männer. Ich würde sagen, Artillerie kann hier durchaus noch... Oh, ist außerhalb der Reichweite, alles klar. Da ist noch ein MG-Nest. Ah, wir kriegen die da nicht, das ist schlecht. Ah doch, hat gerade so geklappt, okay, wow. In Stellung geht! Wir haben neue Befehle! Bereit an der Linie! Wir haben neue Befehle! Wir sind unterwegs! So, ihr geht da rein. Auf Befehle. Bereit machen! Feuerstellung ein! Und ihr helft dort nochmal. Und ihr müsst hinten erstmal in Reserve bleiben. Aber hier ist nicht mehr viel übrig, um ehrlich zu sein. Da kommt gleich nochmal Artillerie auf das MG-Nest. Uiuiui, okay. Unsere Leute haben da verloren. Wir rücken hier vor. Warten auf Befehle. In Stellung gehen. Da hinten noch ein MG-Nest. Das ist aber jetzt durch uns erledigt worden. Sehr gut. Okay. Dort ebenso. Und jetzt kommt's an der Linie zum finalen Kampf gegen die letzte Kompanie. Normalerweise würde man da vermuten, okay, das ist der Moment zum Aufgeben. Aber das will der Feind wohl hier nicht. Wir haben neue Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen. Warten auf Befehle. Bereit machen. In Stellung gehen. So, jetzt laufen sie ein bisschen aneinander vorbei. Also das ist nicht immer optimal gemacht. Wenn man gerade angreift und der Gegner auch angreift, dann wird es ein bisschen chaotisch. Ist nicht ganz klar, in welchem Graben die sich jetzt befinden. Das sind so kleine Problemchen in dem Spiel. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Simulation ziemlich gelungen. So, da kommt es jetzt zum Grabenkampf. Zum Finale. Das können wir dann auch ein bisschen schneller laufen lassen. Weil das sieht auch ganz eindeutig aus. Und wir müssen jetzt noch abwarten, bis jetzt hier auch B vollständig eingenommen ist. Ja, und wir haben wirklich sämtlichen Nachschub aufgebraucht und das ist hier wirklich kein gut geführtes Gefecht gewesen, will ich gleich mal sagen. Ich glaube, bei einer 3:1 Überlegenheit ist das wahrscheinlich zu kostspielig gewesen, was wir hier gemacht haben. Aber naja, mal sehen, wie am Ende der Schlachtausgang bewertet wird. Die Sache ist durch. Der Vorstoß war erfolgreich. So, jetzt werden hier Punkte vergeben. Und das ist ein ganz interessantes System, wie ich finde. Jetzt ist es so, dass quasi verglichen wird, was jede Seite erreicht hat. Also zum Beispiel Verluste beim Gegner zugeführt oder eben Dinge erobert, Dinge zerstört. Das hat alles einen Punktewert. Und das wird zusammengerechnet und wird gegengerechnet und dementsprechend entscheidet sich, ob es ein großer Sieg war, ein wichtiger Sieg, Sieg, kleiner Sieg und so weiter. Und ich glaube, nur beim großen Sieg geht dort hier so ein Stern verloren, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber man sieht auch, interessanterweise, wir haben jetzt 5.277 Mann verloren, der Gegner 3.789. Verluste der Alliierten, hier Verluste der Mittelmächte. Unsere Punkte kommen natürlich jetzt durch die entsprechende Eroberung. Außerdem gibt es noch Gefechtsauszeichnungen. Es gibt dann noch ein paar Boni-Sachen. Eine Durchhaltemedaille, wenn man die Moral hochhält bis zum Ende. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier genau ist. Habe ich gerade vergessen. Hier haben wir zum Beispiel Effizienzmedaille. Aha, das Verhältnis zwischen dem verbrauchten Nachschublimit und der durch den Verbrauch erhaltenen Punkte. Okay, also das Spiel sagt, wir haben uns doch gar nicht so doof angestellt und gibt uns hier sogar noch 200 Nachschub extra, weil das ein gutes Verhältnis war. Sehr schön. Und die totale Siegmedaille, wenn man alle Kontrollpunkte und Befehlsgräben erobert. Der Gegner hat auch eine Effizienzmedaille erhalten.
Nun gut. Ja, man kann sich sogar noch Details anzeigen lassen und sehen, wie hat jede einzelne Einheit performt. Wie ist das Gefechtsprotokoll? Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Okay, und hier, genau, das haben wir hier eben auch gerade gesehen, ne? Das sind die Wiederauffüllungskosten. Also für die ganzen Verluste und auch die Basisversorgung der Einheiten müssen wir Gold bezahlen. Und der Angriff hat uns jetzt 703 Gold gewissermaßen Ressourcen gekostet. Ja, hier gibt es einen schönen Tipp. Die ganz verschiedenen Truppeneinheiten haben da noch so Nebeneffekte. Ihr seht, Tanks erhöhen Moral bei Verbündeten in der Nähe und senken den beim Gegner zum Beispiel. So, ganz wichtig, hier gibt es natürlich jetzt auch noch eine Änderung des nationalen Willens, hatte ich ja euch erläutert. Je nach dem Gefechtsausgang ist er jetzt bei uns hochgegangen, beim Gegner runtergegangen. Und wir haben unser Missionsziel erfüllt, 400 Goldreserven werden aufgestockt. Jo, so sieht es im Prinzip aus. Und wir sehen aber, dass wir die Compiègne oder die Compiègne nicht erobert haben. Das war vorhin von mir auch Quatsch, die Angst, dass wir hier so einen Knubbel erobern. Wir haben ja jetzt erstmal nur einen Stern hier kaputt gemacht. Das heißt, der Gegner wird in seiner Runde vermutlich versuchen, hier neue Einheiten hinzubringen. Und wir können dann das nächste Mal probieren, hier wieder anzugreifen. Der Ort für diesen Angriff war aber jetzt wirklich nur aus Demonstrationsgründen gewählt, weil er eigentlich nicht gut ist. Weil wir, wie man sieht hier aufgrund des Frontverlaufs, immer nur mit dieser einen Einheit hier angreifen können. Theoretisch könnte man jetzt, wenn man jetzt hier angegriffen hätte, einmal von da und einmal von da angreifen. Das heißt, in normalen Frontsituationen könnte man zumindest zweimal wenigstens angreifen. Vielleicht auch schon in einer Runde dann zwei Sterne runterbekommen. Jo, also ich denke, das System ist verstanden. Was ganz wichtig ist nochmal, in gewisser Weise ist das schon ziemlich repetitiv, weil am Ende so laufen diese Kämpfe immer ab. Aber sie verändern sich einfach durch die Technologie und durch die Möglichkeiten, die man hat. Und das gucken wir uns jetzt ganz am Schluss nochmal an, was es hier alles so zu erforschen gibt, worauf ihr euch einstellen könnt. Also, im Technikbereich ist es so, dass man hier Gasgranaten freischaltet. Das sind dann Gasangriffe. Gas verändert sich dann nochmal jeweils nach Forschung. Hier gibt es dann Chlorgas, Phosgengas, Senfgas. Also es wird immer übler und dementsprechend werden die Auswirkungen krasser. Man sperrt gewissermaßen gewisse Felder. Da wird der Gegner in der Regel nicht durchlaufen. Man kann natürlich auch in die Gräben direkt das feuern, aber da will man natürlich auch angreifen. Das ist so eine Sache. Ne? Es gibt auch quasi hier gegenteilig dann so Gasschutzmittel, Gasmasken und so weiter, um sich damit ein bisschen zu verteidigen. Dann gibt es Luftkrepierer. Das ist eine andere Art von Beschuss für die Artillerie. Da lässt man die Granaten kurz über den Gräben explodieren und trifft dort mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. So, dann gibt es die Belagerungsartillerie. Das ist sowas wie eine Off-Map-Artillerie, die quasi vor der Schlacht zum Einsatz gebracht wird. Die ist dann noch besonders mächtig. Und ab hier kommen dann Tanks ins Spiel, wobei man da technologisch relativ viel braucht als Voraussetzung von beiden Seiten auch noch Dinge. Das muss man bedenken. Ja, da gibt es verschiedene Tankstufen. Also bei den Alliierten die klassischen MK1 FT, bei den deutschen Sturmpanzerwagen, dann mit erhöhten Schaden. Ja, für Panzerfans, denen wird das was sagen. Und bei den anderen Symbolen werden die dann einfach bestimmte Werte verbessert, beziehungsweise hier werden dann Strukturen freigeschaltet, wie Reparaturwerkstätten. Das vielleicht mal grundsätzlich gesagt, das sind zum Beispiel hier Sachen, dass die Tankbataillone mehr Nachschub mitbringen in die Schlacht und das Wiederauffüllen von überlebenden Tanks weniger kostet. Also so funktioniert dann dieses System. Schützengraben. Hier ist das Wichtigste, die verschiedenen Schützengrabentypen. Wir haben bisher nur den ganz einfachen Graben gesehen. Ich habe jetzt hier, es gibt den verbesserten Kampfgraben, es gibt den fortgeschrittenen Kampfgraben, es gibt den
Blockhaus graben. Ich glaube, hier kriegt man gar keinen Schaden mehr durch Artillerie, kann aber auch nicht mehr rausschießen. Ist auch noch eine Sache, aber da können sich sehr viele Einheiten sammeln vor einem Sturmangriff. Das ist auch noch relevant. Ja. Gut. Und hier gibt es dann noch einen Bonus, dass es Moral gibt und solche Geschichten. Wichtig auch noch hier die Möglichkeit, Unterminierungsangriffe zu starten. Das ist sehr krass. Da befiehlt man vor einer Schlacht, dass unterminiert werden soll und kann das dann jederzeit auslösen und dann entstehen riesige Krater und alles, was in dem Bereich ist, ist quasi tot. Da kann man also ja, so Lücken in eine komplexe Front sprengen. Dann gibt es die schon erwähnten Drahthindernisse, die verbessert werden können, bis hin zu Drahtklingen. Bei den normalen Drahthindernissen, Stacheldraht, verlangsamt sich die Infanteriebewegung, sodass die aus dem Graben natürlich mehr treffen können. Bei den Drahtklingen wird sogar Schaden gemacht. Da hat die Infanterie dann Verluste. So, dann haben wir den Flugzeugbereich. Hier startet man, dass es überhaupt erstmal Flugzeuggeschwader gibt. Am Anfang, glaube ich, nur Jäger. Hier kommen dann noch Bombergeschwader hinzu. Da gibt es verschiedene Missionsziele, Störeinsatz als Bomberziel. Es gibt die Möglichkeit, dann hier Ballonstechen, wo man mit den Jägern gegen die Ballons vorgehen kann. Der Rest ist, glaube ich, nur Werteschub, beziehungsweise hier überhaupt erstmal die Pilotenunterkünfte zu bauen. Ja, im Infanteriebereich weitestgehend Verbesserung der Infanterie bis hin zu den Gasmasken. Hier in der Mitte die Erste-Hilfe-Zelte und solche Geschichten, Feldlazarette. Hier ist es so, dass es ebenfalls die Kosten für die Wiederauffüllung reduzieren. Und, das ist wichtig, der nationale Willen durch Verluste wird stark reduziert. Also insofern sind diese Zelte sehr bedeutsam. Und hier gibt es noch ein paar neue Fähigkeiten, zum Beispiel Elite-Ausbildung. Das heißt, in den normalen Korps gibt es dann auch Kommandosoldaten bzw. Grenadiere, die halt besonders stark sind beim Nahkampf in die Gräben hinein, beziehungsweise bis zum Flammenkrieg, wo dann in den normalen Infanteriekorps auch Flammenwerfer bzw. Sturmtruppen sind. Bei der Aufklärung gibt es die unterschiedlichen Aufklärungsmissionen. Diese normale Standard regionale Aufklärung sagt einem, wie viel Nachschub dort ist. Das ist relevant, um zu erfahren, ob es sich vielleicht lohnt anzugreifen. Hier gibt es Heeresaufklärung, da sieht man dann, welche Art von Einheiten dort stationiert sind. Es gibt Gegenspionage, da kann man quasi einfach verhindern, dass der Gegner spioniert. Man sieht dann aber auch, wo die KI spioniert. Das ist immer so ein Indiz, wo vielleicht angegriffen wird. Und hier kann man Diebstahl machen, man kann Nachschub klauen vom Gegner und Sabotage. Man kann feindliche Gebäude auf diese Art und Weise deaktivieren. Das ist so hier das Wichtigste. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit Hilfspakete. Das reduziert die Kampfmüdigkeit in der Region oder luxuriöse Ablenkungen. Da erhöht man den nationalen Willen. Kann aber nur einmal oder so pro Runde gekauft werden. Ja, und im Bereich Logistik kriegt man hier einfach mehr Gold. Hier gibt es die Lager, die ich schon erläutert habe in verschiedenen Ausführungen. Und wenn man hier weitergeht, dann kriegt man einfach zusätzlich noch ein paar Cores, die man zusätzlich einführen kann. Ja, und ihr seht, durch diese Erforschung kommen halt in den Schlachten immer mehr Optionen zum Tragen und die Gefechte werden immer größer und immer wilder und komplexer. Das ist es im Prinzip gewesen, was ich euch hier zum Einstieg zeigen wollte. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck gewonnen. Hoffe ich zumindest, wie das Spiel funktioniert. Ich bin mir sicher, es ist nicht für jeden was. Es ist schon hier und da sperrig, aber ich finde es im Großen und Ganzen wirklich gut dargestellt. Diesen Westfrontkrieg, also mein erster Eindruck, ich hatte es ja schon erwähnt, ist positiv. Ich finde auch die Echtzeitschlachten ganz motivierend, vor allem, dass eben die Gräben und die ganzen Veränderungen der Landschaft bleiben und dass einfach das Schlachtfeld immer wüster aussieht und man immer auch auf die Verteidigungsanlagen der vergangenen Schlachten zurückgreifen kann, wenn man möchte. Nein, nicht wenn man möchte, wenn dort einfach gekämpft wird. Gut, in diesem Sinne, falls ihr spielt, ich wünsche euch viel Spaß. Mal schauen, ob wir das Spiel vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise nochmal wiedersehen hier auf dem Kanal oder im Stream. Wir werden sehen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.